Willkommen zurück zu A New Beginning. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses, ja, ich würde mal sagen, sehr einfache Rätsel an dem Terminal gelöst. Ja, wenn überhaupt jetzt noch wer zuschaut, vielleicht mache ich das jetzt auch einfach nur komplett für mich alleine, weil ihr alle abgeschaltet habt. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, ja, jetzt brauchst du dich gar nicht so zickig da so hinzustellen, haben wir es geschafft, die Turbinen wieder ans Laufen zu bekommen. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass dadurch vielleicht irgendwie der Generator wieder läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass oben vielleicht dadurch das Terminal wieder weiterläuft. Wir drücken erst nochmal den Schalter. Geht immer noch nicht. Okay. Sieht so aus, als müsste ich rausfinden, was da los ist. Ach, genau. Letztes Mal ist nämlich dann die Sicherung durchgeknallt. Okay, wir gehen jetzt erstmal hoch. Und gucken mal, was sich da vielleicht jetzt getan hat. Vielleicht können wir da jetzt noch irgendwie wieder was machen. Na komm. Welches ist das Terminal jetzt wieder an? Nein. Nein. Natürlich nicht. Hier verläuft ein Kabel. Wahrscheinlich ist der... Okay. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht dran, ne? Ich bin doch nicht lebensmüde. Geht aber erstmal komplett darum, um mir das zu sagen. Na egal. Okay. Hier Sockel. Können wir den betätigen auch? Vielleicht. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht gemacht. Es passiert nichts. Wahrscheinlich brauchen wir da auch erstmal Strom für, ne? Es passiert nichts. Okay. Das heißt, unsere Lösung des Problems muss irgendwo in den unteren Etagen sein. Ich habe das Kabel aber gerade auch gar nicht gesehen da unten. Also dieses Kabel, was da angeblich runterverläuft. Hier sind nur Rinnsäle. Rinnsale. Ah, da ist ein Kabel. Folgen. Es läuft hier die Wand entlang und zwar bis... Ja, bis... Bis hier. Okay. Dann verschwindet es einfach. Gut. Okay, können wir vielleicht die Abdeckung öffnen? Gut. Stecker. Können wir den Stecker ziehen? Ja, wir können den Stecker ziehen. Und damit ja, läuft Problem das. Problem gelöst. Der Generator wieder. Sehr gut. Dann können wir jetzt wieder hochgehen. So, und dann klicken wir jetzt einfach mal an das Terminal. So. Gucken wir mal, ob das Terminal jetzt wieder läuft. So. Und? Es? Irgendwas. Okay, das klingt aber nicht gut. Nee, das klingt gar nicht gut. Vielen Dank für die Wartung dieses Terminals. Der Stift ist wieder da. Guten Abend. Gern geschehen. Guten Abend. So. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Datenkristall. Ach so. Ja, der Datenkristall. Das ist das Problem. Der Datenkristall. Dann müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir da den... Ja, das Paddel hat genau die richtige genau, Länge. Genau, wir kriegen jetzt den Datenkristall mit dem Paar. Nein. Verdammt. Das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Und dann, klettern wir einfach mal da runter und schauen mal, wo der Datenkristall da unten ist. So, wir gehen mal jetzt hier runter. So... Und dann schauen wir mal nach. So, den Rinnsal. Müssen wir jetzt erstmal schauen. Erstmal irgendwo absuchen. Hier muss der Datenkristall gelandet sein. Ja, dann such. Hier ist er okay, nicht. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Da ist er auch nicht. Komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier runtergefallen ist. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Oh nee, ey, dann haben wir noch ein Rinnsal. Dann haben wir noch mehr berühren. Was passiert dann? Boah, kalt. Na toll. Okay. Ich dachte, vielleicht passiert irgendwie was. Das ist das Wasser von oben. Ja, aber welches? Absuchen. Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Hm.
Okay, müssen wir mal schauen, welches Rinnsal das dann genau ist. Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Verdammt. Ah, Moment. Moment. Wir gehen mal hoch. Wir gehen nochmal hier eben rum. Wir machen mal, oder versuchen es mal, ein bisschen Cola in das Rinnsal. Die gute Curry-Cola. Ich weiß gar nicht, ob das eine Anlehnung an Dr. Pepper ist. Nein. Besser nicht. Mädel. Nein. Ich dachte, wir machen jetzt da ein bisschen... mit Seife. Ich hatte eine Idee. Ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter, wo vorher der Kristall gelegen hatte. So, ja gut, mit Seife geht's natürlich auch. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen da irgendwie ein bisschen Cola rein und dann wird das schon irgendwie. Dass man dann einfach ja der braunen Farbe folgt. Aber mit Seife geht's natürlich auch. Aha, da ist der Schaum. Den untersuchen wir jetzt. Die Seife im Rinnsal. Nette Idee. Haben Sie diesen Datenkristall denn so gefunden? Aber ja doch. Der Schaum wies mir den Weg. Ja klar. Blieb nur noch zu hoffen, dass er noch funktionierte. Ich habe den zweiten Datenkristall gefunden. Kannst du ihn auslesen? Bitte. Nicht schlecht, Funke. Ja, Salvador. Aber du hast deine Pause in den Sand gesetzt. Der verdammte Kristall ist kaputt. Können wir nicht herausfinden, wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? Die Daten sind ruiniert. Aber der ID-Chip hier scheint noch zu funktionieren. Wenn du ein funktionierendes Terminal findest, kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen. Sein Passwort ist Blaualge. Blaualge? Natürlich, das meinte Nigel. Die Cyanobakterie ist der Schlüssel. Gib es auf. Der alte Mann wird nichts Bedeutendes gefunden haben. Darf ich ihn wiederhaben? Nimm nur. Gut. Okay, können wir den jetzt auch in so ein Lesegerät stecken? Das Gerät ist leider kaputt. Das Gerät ist... Okay, wir gehen einfach nochmal wieder hier runter. Und gehen nochmal hier an das Terminal. Vielleicht können wir damit jetzt irgendwie was machen. Da war auf jeden Fall gerade dieser lustige kleine Stift. Da. Guten Abend. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Nichts leichter als das. Bitteschön. Ein Ohr. Guten Abend. Na, ich bin auch zu doof, ey. So, benutzen. Da ist er. Nennen Sie nun Ihr Passwort. Blaualge natürlich. Das Passwort ist Blaualge. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Wer ist nicht der geilste Typ, ey? Ich möchte die Daten runterladen. Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Er hat ganz schön große Füße hier eigentlich. Was ist das hier eigentlich? Mein Name ist Quickie und ich bin Teil des multifunktionalen Quickie-Informationssystems Platin. Um Ihnen Ihren Aufenthalt in der Jack London Library so angenehm wie möglich zu machen, verfüge ich über ein komplexes, aber leistungsstarkes System hochmoderner Höflichkeitsalgorithmen, spreche fließend 34 Fremdsprachen und biete Ihnen Zugang zu... Wozu? Ich verstehe das alles nicht. Ich brauche Hilfe. Zum Thema Hilfe ist keine Hilfe. Natürlich nicht. Na toll. Ich möchte nochmal... Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen? Danke, das ist nicht nötig.
Zu welchen dieser Themen benötigen Sie weitere Informationen? Zum Angebot unserer Cafeteria? Ja, unbedingt. Ich hab doch gesagt... Zu Vorteilen für Premium-Account-Kunden oder zu unserem vielseitigen E-Learning-Angebot? ich möchte einfach nur die Dinger runterladen. Ich möchte einfach nur die Daten herunterladen. Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Wie wär's mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel? Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. So, ich will nur Daten, du Nase. Ich verstehe das alles nicht. Ich will nur die Daten. Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Wussten Sie zum Beispiel schon, dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Medien-Flatrate besitzen oder dass Sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Juhu. Wenn Sie sich jetzt bei unseren Service-Mitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüsselanhänger gratis dazu. Okay, den hätte ich aber gerne. Ach komm, wir fragen es nochmal. Der wird uns sowieso was anderes erklären. Ich brauche doch nur die Daten, sonst nichts. Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot? Brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Sie möchten also keine Informationen zu unseren Service-Angeboten und die Daten gleich herunterladen? Ja. Sehr gerne. Endlich. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Was? Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Es gibt keine Arbeiter mehr. Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid. Ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Tja. Wieso kann ich die denn noch nicht draufladen? Wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Der Upload kann aus unbekannten Gründen nicht initiiert werden. Aber keine Sorge, Nigel. Eine Ersatzkopie Ihrer Daten befindet sich in unserem Kristallarchiv. Ein freundlicher Mitarbeiter an unseren Service Points wird Ihnen helfen. Kristallarchiv? Wo ist denn das? ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen. Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als 5 Minuten warten müssen, bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an. Ja, dann hätte ich das jetzt gerne. Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler, Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Verdammt! Ja, errungenschaft falsch und das nennt ihr Service. Ja, da hast du recht. So, da leuchtet sie. Wir nehmen die mit. Da leuchten sie wahrscheinlich auch. Genau. Okay, nehmen. Was ist denn, wenn ich die da reinsetze? Nein. Wenn ich die da reinsetze. Da. Da leuchtet sie. Was ist denn, wenn ich jetzt die rausnehme? Macht der denn wieder zu? Nein. Zum Glück. Okay, ich sag jetzt mal da. Boah, war das jetzt. War das auf den ersten Mal. Oh, Moment, wir testen das mal bitte kurz. Wo ist die Lampe mit? Jo, krass. Okay. Also da wäre das schon richtig. Nein, Mädel. Das heißt, das hier ist der Datenkristall, den ich brauche. Wie
versuchen das mal. Nee. Na gut. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Hier, lest den mal aus, bitte. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit. Ja, Salvador, jetzt mehr Glück. Du kleiner Sack. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert Alter. Einen Moment. Du bist so ein Penner, ne? Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur. Er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Und dann... Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Okay, dann gehen wir mal kurz zu Delvin. Und schauen mal, was da so Phase ist. Delvin. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert. Sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Okay, wir müssen ein Archiv finden. Wir haben hier Instant-Pillen und eine Red Curry Cola. Ja, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge von A New Beginning an. Heute ist auf jeden Fall viel passiert. Mehr als in der letzten Folge zumindest.
Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ob wir das nächste Mal die Gelatine-Schicht finden, das sehen wir dann in der nächsten Folge von A New Beginning. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.